sind mündige Bürger. Wir akzeptieren keine Denk- und Sprechverbote. Wir gehen mit offenen Augen durch Deutschland. Ja, hallo, liebe Zuschauer und Abonnenten. Ich komme gerade aus Paderborn. Dort hat die AfD Paderborn eine Mahnwache für das Grundgesetz und für die Freiheitsrechte der Bürger abgehalten. Das lief auch dementsprechend gut. Erstmal hat es mich verwundert, dass das überhaupt zulässig war, wegen den ganzen Corona-Regeln und so weiter. Aber 15 Leute mussten sich anmelden, worunter ich auch war. Und die durften dann in so einem Flatterband-Bereich eingesperrt praktisch die Kundgebung abhalten. Man durfte dort reden durch so eine Flüstertüte und ringsrum, das war auch sehr kurios, durften die Leute nicht stehen bleiben. Also die Leute mussten weitergehen und die Versammlung musste auch ja, die Leute ringsrum in Kenntnis setzen, dass die nicht stehen bleiben dürfen und weitergehen müssen. Das ist natürlich unsinnig, wenn man eine Mahnwache abhält, möchte man natürlich die Leute erreichen und dann müssen die auch stehen bleiben, damit die auch was hören. Wenn man die dann anweisen muss, dass sie weitergehen sollen, ist das ein bisschen skurril. So, meine Damen und Herren, wir sind gerade von Christian Sex, ist mein Name, Mitglied des Landtags, der AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen hier im Landtag. Wir sind gerade von der Polizei darauf hingewiesen worden, dass wir ihnen sagen sollen, sie sollen gefälligst weitergehen. Also, bitte machen Sie davon Gebrauch. Gehen Sie bitte weiter, nicht stehen bleiben, denn Sie könnten ja sonst hier informiert werden. Also, ich mache das jetzt hier, komme hier mit der Nazi darauf hinzuweisen, dass Sie weitergehen sollen. Gehen Sie bitte weiter, ich habe das jetzt in alle Richtungen gesagt. Ja, aber skurril ist ja momentan einiges. Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Der Hauptaspekt, der mich irgendwie ja irritiert hat, war halt tatsächlich, dass ein Polizist am Ende übergriffig wurde. Das hat er dann gefilmt und dann kam der Polizist auf ihn zu und wollte das Handy von ihm wegnehmen und das Video löschen. Meines Erachtens ist es so, dass ich alles filmen darf. Lediglich das öffentlich zugänglich machen kann eine Straftat darstellen, weil ich dann das Persönlichkeitsrecht desjenigen verletze, den ich gefilmt habe. Aber für mich selber darf ich filmen, was ich will. Und wenn ich das öffentlich mache und denjenigen verpixel, der das nicht möchte, dann ist das auch mein gutes Recht. Niemand darf sich irgendwie an mein Eigentum vergreifen und dann willkürlich irgendwas löschen und davon ausgehen, dass ich irgendwas tue, was ich vielleicht gar nicht mache. Derselbe Polizist, der das getan hat, hat bei einem Zuschauer auch das Handy weggenommen und das Video tatsächlich gelöscht und hat auch seinen Namen angegeben. Aber zuvor hat er laut Zeugenaussage des Betroffenen tatsächlich von einem Zuschauer, der außerhalb dieses Flatterband-Bereichs stand und zugehört hat, das Handy weggenommen und die Rede von Dr. Christian Blecks gelöscht. Dazu ist anzumerken, dass wir Personen der Öffentlichkeit sind. Also ein Mitglied des Landtags ist eine Person der Öffentlichkeit. Der hat keine Persönlichkeitsrechte in Bild und Ton. Wenn er außen was sagt, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, das zu erfahren. Jeder darf das filmen, jeder darf das veröffentlichen, jeder darf das verbreiten. Ne? So viel zu meinem Rechtsverständnis in der Hinsicht. Und zu Punkt 2, alle, die diese Kundgebung da machen, diese 15 Leute inklusive mir, also ich war da auch angemeldet als Mitteilnehmer, die sind Personen der Öffentlichkeit. Die stellen sich mit der Mahnwache in die Öffentlichkeit und sind dementsprechend ja nicht befugt dazu, zu klagen, wenn die gefilmt werden und wenn das veröffentlicht wird. Von daher frage ich mich, auf welcher Rechtsgrundlage hat dieser Polizist das Video und die Rede von Dr. Christian Blecks gelöscht? Ich finde das sehr bedenklich, gerade weil wir für das Grundgesetz auf die Straße gegangen sind und für die Freiheitsrechte der Bürger. Und genau das ist ein Freiheitsrecht, meine Meinung in Bild und Ton zu veröffentlichen und da keine Zensur zu erleben. Das, was wir da erlebt haben heute, war Zensur. Und das ist meiner Ansicht nach, als juristischer Laie, ist das Grundgesetz widrig gewesen und war nicht rechtens. Inwieweit das Folgen haben wird oder nicht, oder inwieweit unsere Bürgerrechte weiter beschnitten werden oder auch nicht, das werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl dabei, wenn mittlerweile sich einige Personen ermächtigt fühlen, über die Schränke zu schlagen und Gesetze willkürlich auszulegen und einfach übergriffig zu werden. Also meiner Ansicht nach fußt das nicht
ja, nicht auf Gesetzesgrundlagen. Das war meiner Ansicht nach absolut rechtswidrig. Aber seht selbst, ich habe alles auf Video. Der Herr Flex hier so zu schaffen gemacht hat, hat mein Handy genommen und ein Video gelöscht. Und der stand so nah vor mir. Da gab es keine Abstandsregel. Unfassbar. Da schlotterten mir die Knie. Das kannst du dir vorstellen. Wie man hier mit den Leuten umgeht. Das macht mich krank. Macht mich das. So nah steht der vor dir. Wo ist denn dieser Meter? Der muss doch jetzt 200 Euro Strafe zahlen, weil er die Abstandsregel nicht eingehalten hat. Passt doch nicht gut. Wo sehen Sie denn die Leichenberge? Haben Sie Leichenberge gesehen? Ich habe keinen Leichenberg gesehen. Wie soll es auch gehen, wenn wir in einem Bereich sind, es gibt keine Übersterblichkeit in Deutschland. Es gibt keine Übersterblichkeit. Es sterben nicht mehr Menschen in Deutschland gerade. Und fragen Sie mal bitte schön Ihre Politiker lokal nach den Krankheitsursachen. Es gibt praktisch alle, die mit Covid gestorben sind, waren alte Menschen auf Risikogruppen, übergewichtig, Diabetes, alt. So, und die haben alle schwerste Vorerkrankungen gehabt. Mit schwersten Vorerkrankungen. Selbst der Landrat meines Kreisverbandes Warnow hat mir im Telefoninterview gesagt, naja, sagen Sie es bitte nicht nach draußen, aber die Menschen werden ja eh bald gestorben. So, das ist die Faktenlage. Jedes Leben ist wichtig, ich will das nicht runterreden. Jedes Leben ist wichtig, es tut nur jeden Leid. Aber bei einer Grippewelle sterben auch Menschen. Bei der spanischen Grippe sind vor 100 Jahren 50 Millionen Menschen gestorben. Ja? Bei der Pestausbruch ist ein Drittel der europäischen Bevölkerung weggerannt worden. Und jetzt? Wo sind denn die Toten? Unsere Grundrechte werden massiv eingeschränkt. Unsere gesamte Wirtschaft wird ruiniert. Ihre alle Zukunft wird ruiniert. Und was kommt dann? Dann geht es den Menschen besser. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen dann in Zukunft in den Selbstmord gehen werden, weil ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage vollkommen zerstört wurde in einem maßlosen Lockdown. Ich kann Ihnen nur sagen, ich will es jetzt nicht zu lange machen. Ich habe die Landesregierung nach den Zahlen gefragt. Ich bin gespannt, was die Landesregierung hier für Zahlen liefert. Und wenn ich sie habe, werde ich sie gerne publizieren. Lassen wir uns ein Zeichen setzen für Freiheit, für Sachverstand und für Rationalität. Dankeschön. Eins kann ich Ihnen sagen. Wann immer das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes bedroht sind, werde ich meine Stimme erheben. Und Sie werden es nicht schaffen, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Mein Name ist Thomas Brückemann. Ich bin Vater von vier schulpflichtigen Kindern und finde, es ist ein Riesenskandal, dass meine Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Meine Kinder werden seit den Osterferien ausgesperrt. Und jetzt wird vorgeschlagen, dass die Kinder tageweise einmal die Woche in die Schule gehen dürfen. Ich finde, das ist eine Riesenschande. Ein Land, das keine eigenen Rohstoffe hat, das sich auf die Gehirne seiner Kinder verlassen muss und will, das reduziert sich jetzt gerade gegen null. Wir verschenken die Zukunft unserer Kinder, wir verschenken die Zukunft unseres Landes. Und das macht mich fürchterlich sauer und ich bin ganz, ganz schrecklich erschüttert. Und genau deshalb stehe ich auch hier, weil ich meine verantwortlich für das ganze Desaster kann nur jemand sein, der ganz oben steht. Und das ist meines Erachtens Frau Merkel. Frau Merkel ist verantwortlich für die missglückte Energiewende. Frau Merkel ist verantwortlich dafür, dass wir keine Bundeswehr mehr haben. Frau Merkel ist verantwortlich dafür, dass diese Corona-Krise überhaupt nicht vernünftig angefasst wurde. Frau Merkel ist dafür verantwortlich und genau deswegen gehe ich hier, weil Frau Merkel unsere Freiheitsrechte einschränkt, massiv einschränkt. Ich habe auch keinen Bock, weiter hier mit der Maske rumzulaufen. Ich habe keinen Bock, mit einer Maske zum Einkaufen zu gehen. Ich habe keinen Bock, hier Leute zu sehen, die in der Fußgängerzone mit einer Maske rumlaufen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das muss sofort aufhören und genau deswegen stehe ich hier. Schönen Dank. Die viel zu langwierige Lockdown-Politik, ein wahrer feuchter Traum einer jeder Autokratin, die auch gerne baden, so lange wiederholen lässt, bis sie passen, wird für uns, für den Wohlstand und für die Freiheit der deutschen Bürger eine große Gefahr. Durch diese Lockdown-Politik sind Millionen von Arbeitsplätzen in Gefahr. Viele werden in die
Arbeitslosigkeit rutschen, viele werden ihre Existenz verlieren. Dagegen stellen wir uns ganz klar. Diese Politik muss endlich beendet werden. Wie oft noch, wir wollen Freiheit statt Sozialismus. Also gibt es für uns nur eine Konsequenz. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Wo sind die Obduktionen, die in diesem Land durchgeführt werden? Es gibt sie nicht. Führende Epidemiologen werden nicht gefragt, es wird überhaupt hier nichts hinterfragt. Es wird in einer Geste der Knechtschaft und Unterwerfung, der sie nach sechs, dass sie 6 Wochen keine Maske tragen mussten, werden sie gezwungen, sich zu unterwerfen und schwach in diese Maske in der Öffentlichkeit zu tragen. Das ist eine Schande, die ich noch nie erlebt habe. Ich sehe Leute, die so verblödet sind, dass sie im Auto, alleine im Auto mit einer Maske fahren. Wie kann eigentlich ein Land so winkel und manche Bürger in diesem Land, wo man alleine im Auto eine Maske trägt, weil man Angst hat, die von sich selbst explodiert? Wahrscheinlich werden diese Herren die Maske hier ein Kondom tragen, damit sie nicht schwanger werden oder so. Es ist im höchsten Maße peinlich, was hier gerade passiert. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen diese Einschränkungen der Bürgerrechte bereitwillig mitmachen. Ohne zu hinterfragen, ohne zu denken. Und das ist eigentlich das, was am schlimmsten bei der ganzen Sache ist. Wo sind denn? Ich habe nachgefragt, ich werde die Landesregierung fragen. Ich möchte wissen von der Landesregierung, wie hoch das Durchschnittsalter der mit Covid, nicht an Covid, verstorbenen Personen. Das Durchschnittsalter ist nämlich höher als die Lebenserwartung der Deutschen. Wahrscheinlich ist es für ihre Lebenserwartung positiv, statistisch gesehen, dass sie an Covid erkrankt sind, deren älter werden, bevor sie sterben. Das sind alles die Sachen, die man hinterfragen muss. Es kann nicht sein, dass unter dem Vorwand der Seuchenprävention das Grundgesetz und unsere bürgerlichen Freiheitsrechte schleichend ausgehebelt werden. Wir als Rechtsstaat und Freiheitspartei, die in der deutschen Parteilandschaft einzigartig als Anwalt der rechtschaffenden Bürger fungiert, sind hier heute zusammengekommen, für die sofortige Wiederherstellung unserer im Grundgesetz verankerten Freiheitsrechte. Gemeint sind zum Beispiel Artikel 2, die freie Entfaltung, Artikel 5, die Meinungsfreiheit, Artikel 7, das Recht auf Bildung, 8, die Versammlungsfreiheit und 11, Freizügigkeit im Bundesgebiet zu demonstrieren, während der Zeit der Corona-Pandemie durch die unsäglichen Lockdown-Bestimmungen unterminiert und zum Teil ausgehebelt wurden. Wir stehen heute hier für die Rechte und die Freiheiten aller Menschen in Deutschland. Des Weiteren reden wir hier von Handy-Tracking, Zwangshypotheken, um den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Stillstand zu finanzieren und viele andere Maßnahmen mehr. All diese Dinge können Sie in der Mainstream-Presse und als Gesetzesvorschläge und als Bundestagsdrucksachen nachlesen. Die Freiheit der eigenen Bürger ist für diese Regierung und für die Lobbyisten dieser EU-DSSR ein absolutes Fremdwort. Die Freiheit, ja, das ist die einzige, die fehlt hier in Europa. Die Vernunft und die Freiheit wird siegen, da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, lasst uns endlich wieder die Philosophie des großen freiheitlichen Vorkämpfers und Patrioten Hoffmann Heinrich von Fallersleben annehmen, dessen großer Kämpfergeist ganz hier in der Nähe bei unserem benachbarten Kreisverband in Höxter, besser gesagt in Korbei, wirkte. Insofern Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, wir sind gerade vor einer Prüfung, das ist mein Name, Mitglied des Landtags, der AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen hier im Landtag. Wir sind gerade von der Polizei darauf hingewiesen worden, dass wir Ihnen sagen sollen, Sie sollen gefälligst weitergehen. Also, bitte machen Sie davon Gebrauch, gehen Sie bitte weiter, nicht stehen bleiben, denn Sie könnten ja sonst hier informiert werden. Also, ich sage, ich mache das jetzt hier, komme hier mit das Licht nach, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie weitergehen sollen. Gehen Sie bitte weiter, ich habe das jetzt in alle Richtungen gesagt, dass Sie weitergehen sollen. Die Lockdown-Politik der Kanzlerin hat jetzt schon verheerende wirtschaftliche Folgen für uns Bürger. Hunderttausende Existenzen sind bedroht, Millionen Menschen stehen vor der Arbeitslosigkeit und sind in Zeitarbeit. Zugleich befinden wir uns mitten in einer Rezession. Lange wird sich dieser große, aufgeblähte Sozialstaat
und die Hilfsleistung für seine Bürger, so gut sie gemeint zu sein scheinen, nicht mehr leisten können. Da kann die EZB noch so viel Geld drucken und das Geld